Ja, auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen der Italiener zum Auftakt. Jetzt aber nach Herzogenaurach zum Kollegen Marc Bärenbeck. Hier steigt das nächste Live-Training der deutschen Nationalmannschaft. Marc, ein weiteres Mal guten Morgen. Vielleicht gibst du uns erstmal ein kleines Update. Was ist schon los oder auch nicht los gerade? Ja, warm ist es für 10:30, also schon um die 24, 25 Grad und so ein bisschen schwül heute Morgen gewesen. Jetzt wird es ein bisschen angenehmer mit Windchen hier im Adidasler Stadion. Aber wir schauen mal aufs Spielfeld, denn Fußballtennis ist aufgebaut. Die Netze stehen schon mal da. Die Jungs sind auch schon angekommen. Da können wir gleich rüberschwenken, denn die sind bereits im Fitnesszelt und machen sich dort ein bisschen warm, wenn es weiter rüber geht. Wenn wir rüberschwenken bis zum Fitnesszelt, da sehen wir dann auch gleich, dass bereits etwas vorgebaut wurde. Die letzten Tage hatten wir noch freie Sicht auf die Jungs und jetzt haben sie keine Lust mehr, hier im Zoo zu sein. Jetzt wurden hier diese netten, wunderschönen, weißen Paneelen aufgestellt und wir sehen das Warmmachen nicht mehr ganz so gut, aber auch überhaupt kein Problem, denn wichtiger ist ja, wenn es auf den Platz geht. Und wir sehen vorne geparkt immer diese blauen Fahrrädchen. Übrigens immer ganz witzig, wenn die Jungs damit angestrampelt kommen, weil das sind so wie so Sharebikes von der Qualität und von der Art zu fahren. Das heißt, wenn da die Nationalspieler drauf sitzen, die ja bis in die letzte Faser trainiert sind und trotzdem wirkt so ein bisschen wie Äffchen auf dem Schleifstein, ne? Also immer ganz nett. Jonas Hofmann übrigens auch mit dabei, er ist aber mit dem Mountainbike gekommen. Er hat das richtige Fahrrad genommen, ja? Und ist auch mit dabei, sind wir gespannt, wie weit es für ihn wieder geht, auch auf dem Platz. Aber ist auf jeden Fall erstmal mit dem Fitnesszelt. Okay, das ist ja, um direkt dabei zu bleiben, die Geschichte von gestern gewesen. Knieverletzung hieß es da. Das heißt, wenn er schon dabei ist und auf dem Fahrrad fahren kann, Ableitung nicht allzu schlimm, kann es sein? Dürfen wir so weit gehen? Ja, wenn er dabei ist und wenn er quasi die Bewegung hat, definitiv. Wobei bei Knieverletzungen, weil das Beste wissen wir, ist Fahrradfahren und Schwimmen. Ne? Das geht immer. Ja. Das kann ich selber auch leidgeprüft sagen. Unterschied ist dann wirklich die Rotation und auf dem Platz. Aber ganz genau, das ist natürlich schon, dass er erstmal mit dabei ist. Er ist ja sowieso der Pechvogel, ne? der ganzen letzten Monate Corona gehabt bei der letzten Länderspielpause. Jetzt diese Knieblessur. Sind wir gespannt, wie er reinfindet ins Turnier. Weil bis vor wenigen Tagen war er ja durchaus noch eine Möglichkeit auf der Rechtsverteidigerposition. Das hat Joachim Löw gesagt, denn das Problem war, dass man nicht den offensiven Rechtsverteidiger hat. Und genau deswegen wäre er eine Option gewesen, jetzt nicht mehr. Und vor allem auch, weil Joshua Kimmich jetzt nach hinten gezogen wurde und man eben dort eine andere Lösung gefunden hat. Und ja, die Jungs machen sich warm. Wir sehen den Haarschopf von Leroy Sané, unverkennbar. Übrigens trägt er keinen Fahrradhelm, den hat er immer hinten drauf auf dem Gepäckträger. Ja, weiß nicht, woran es liegt, vielleicht zerstört es die Frisur, aber auf jeden Fall wird ein bisschen mit Gewichten gearbeitet. Okay, haben wir gerade davor übrigens wunderbar Jonas Hofmann von euch eingefangen gesehen, wie er auf dem Rad gestrampelt hat. Also das sah er auf jeden Fall ganz schick aus. Marc, ich würde sagen, wir erweitern das Programm etwas. Gestern bei der Pressekonferenz Robin Koch und Toni Kroos am Start. Und während wir jetzt vor allem die weißen Wände sehen, würde ich sagen, nehmen wir mal kurz. Marc bleibt auf jeden Fall dabei. Toni Kroos mit dazu. Der hat unter anderem gesprochen über den bevorstehenden EM-Start. Und dann hören wir nochmal rein. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass wir jetzt in den letzten knapp 2 Wochen, glaube ich, insgesamt als Mannschaft gut gearbeitet haben, in meinen Augen auch den einen oder anderen Schritt nach vorne gemacht haben, was Klarheit betrifft. Am Ende der Tage werden wir natürlich das dann erst bewerten können, wenn die Spiele losgehen, das ist auch ganz klar. Aber mein Gefühl ist eigentlich ganz gut, nur wie gesagt, am Ende der Tage geht es dann Dienstag los, auch jetzt kein Spiel zum Reinkommen in so ein Turnier. Von daher, die Sachen, die wir bearbeitet haben, die sollten dann im Idealfall schon Dienstag funktionieren. Sagt Toni Kroos, der für den ja fast einzigen euphorischen Moment 2018 bei der WM gesorgt hat, als er in der letzten Minute noch diesen Freistoß gegen Schweden reinhaut im zweiten Gruppenspiel zum einzigen Sieg. Da dachten wir vielleicht, dass wir noch weiterkommen. Ist Marc Bärenbeck ein Toni Kroos-Fan eigentlich? Hast du nicht gestern gesagt, du seist ein Leroy Sané-Anhänger? Wir wissen alle, wie es gemeint ist. Aber Toni Kroos, ja im Mittelfeld oder eher nein? Ja.
Herbert Sané, sage ich einfach, dass das nicht differenziert betrachtet wird, dass er zu negativ gesehen wird, vor allem auch in seiner Entwicklung. Und das finde ich das Problem, dass es fast ins Bashing reingeht. Nichtsdestotrotz, Toni Kroos muss man auch sehr differenziert sehen. Er hat Stärken und er hat aber auch einige Schwächen. Ich sage nur, dass Joachim Löw an ihm festhalten wird. Da bin ich mir sicher, dass er auch spielen wird und dass Toni Kroos trotzdem auch insgesamt auch einen Wert hat für die Mannschaft, der manchmal nicht immer erkannt wird. Jetzt haben wir Serge Gnabry mit dabei, der für mich auch als jetzt mittlerweile fast gesetzter Mittelstürmer mit am Start ist. Auch interessant dann eben die Frage, was passiert mit Timo Werner und wie findet er seine Rolle? Er heute ja auch auf der Pressekonferenz gemeinsam mit Markus Sorg, dem Co-Trainer, sind wir gespannt, was da passiert. Nein, aber Toni Kroos hat die Ballsicherheit, die Ruhe, findet die Räume und das ist ganz, ganz entscheidend. Ob er zusammen mit ihm hier, mit Ilkay Gündoğan, dann die Doppel-Sechs stellt, das ist die große Frage. Gibt ja kritische Stimmen, die sagen, die Absicherung fehlt, wenn Kimmich nicht auf der Sechs spielt, wenn Emre Can nicht vielleicht als sehr physischer, defensiver Sechser dort auflaufen würde. Also gibt noch ein paar Fragen, aber Toni Kroos-Fan würde ich sagen, nein. Trotzdem plädiere ich dafür, durchaus auch seine Stärken anzuerkennen. Ich finde das ja ganz spannend, ne? Genau, weil du es ansprichst, weil viele von uns, sage ich jetzt, also dich natürlich ausgeklammert, aber sagen wir mal so von normalen Fußballfans, oft den Wert vielleicht von Toni Kroos gar nicht so richtig erkennen, vielleicht auch via TV-Bildschirm nicht, weil Robin Koch, der war ja gestern auch auf der Pressekonferenz und wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch gefragt worden, wie es so ist, mit Toni Kroos mal so auf dem Platz zu stehen und das zu erleben, wie so ein Toni Kroos spielt. Und er hat sich ja durchaus beeindruckt gezeigt, ne? Hat gesagt, das ist schon krass, wie der so, wie du auch sagst, die Räume sieht, den Ball annimmt und wie schnell der so einen Ball auch weiterleiten kann. Jetzt hast du es ja gerade ganz schön auch erklärt. Aber ist es tatsächlich, weil ich noch einmal darauf hängen bleiben wollte, dass man Toni Kroos auch erst so richtig erkennt, wenn man ihn mal im Stadion auch live sieht und das etwas schwieriger ist, übers TV zu erkennen? Weil ich glaube, wenn du hier so 10 Fußballfans nimmst und die fragst, mit Toni Kroos in der Startelf oder nicht, da werden 9,5 sagen, nö, bitte auf die Bank, behaupte ich jetzt mal so. Ist ja auch vollkommen okay. Das Ding ist bei Toni Kroos, es ist offensichtlich nicht spektakulär immer, sondern man muss schon genauer hingucken und nicht nur im Stadion, sondern auch durchaus vor dem TV-Bildschirm, wie er antizipiert, wie er die Räume erkennt, wie er den Ball hält, wie er verzögert teilweise auch und wie er dann letztendlich das Spiel aufzieht und vor allem diese Ruhe und die Ballsicherheit, gerade wenn ein Spiel hektischer wird, wenn ein Spiel schnell wird, weil das wird es gegen die Franzosen, da bin ich mir sicher, dann ist so ein Spieler schon enorm wichtig und deswegen, klar, die werden untereinander sich nicht gegenseitig dissen derzeit, auch Robin Koch eben nicht, aber die Worte zu Toni Kroos, die waren schon sehr, sehr wertschätzend und ich glaube, das ist auch die Rolle von ihm und deswegen ist das ein Thema, dass er ja der immer Unterschätzte ist, in Deutschland vor allem, das wird in Spanien anders gesehen und bei Real auch, aber man hat ja gemerkt auf der Pressekonferenz, wie genervt Toni Kroos über diese Fragen war, hat sein Spiel sich verändert, passt er noch in den modernen Fußball, hat er das Tempo, ja, nein, also selbst wenn er derzeit eine entspannte Rolle hier übernimmt, in der Nationalmannschaft. Die Fragen, die kann er so gar nicht leiden und dann wird er auch ein bisschen zickig. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach Robin Koch mal mit dazu. Vielleicht, wenn wir die Zeit haben. Die Jungs sitzen ja noch gefühlt gechillt in der Ecke, hätte ich fast gesagt. Ihr seid weiter dabei mit der Kamera drauf, aber Robin Koch dann ja gefühlt irgendwie ja fast neu dabei, zumindest zum ersten Mal bei einem großen Turnier. Ja, ganz spannend. Der Mann von Leeds United und dann wollen wir mal ihn gestern bei der Pressekonferenz noch hören. Ja, ich denke, das ist das Besondere an so einem Turnier. Da kann jeder Spieler, also alle Spieler, die hier dabei sind, haben es 100% verdient. Und ich denke, während einem Turnierverlauf kann jeder einzelne Spieler hier wichtig werden. Und das weiß auch bei uns jeder in der Mannschaft. Und so gehen wir auch ins Training. Jeder haut alles rein. Und das, was ich eben meinte mit dem gegenseitig Pushen, also jeder geht an seine persönliche Grenze. Und so ist dann auch jedenfalls Trainingsniveau hoch und ja, wie gesagt, ich glaube, jeder Spieler weiß, dass er im Turnierverlauf wichtig werden kann. War ja lange verletzt, ne? Robin Koch, du kennst ihn, glaube ich, auch ganz gut, ne? aus Freiburger Zeiten, jetzt bei Leeds United unter Marcelo Bielsa, ganz spannender Trainer. Dass Löw plötzlich mit so einer Überraschung um die Ecke kommt, ist aber, wenn wir jetzt bei Robin Koch sind, auszuschließen erstmal, oder? Ja.
Ja, Robin Koch hat auf jeden Fall sehr schnell zurückgefunden wieder, auch zu seiner Leistung. Das hat er bei Leeds auch schon gezeigt. Und trotzdem ist er natürlich weit weg von dieser Anfangsformation. Übrigens jetzt gerade gemeinsam mit durchaus Konkurrenten. Emre Can hat ja auch mal Innenverteidiger gespielt in der Dreierkette. Niklas Süle hat in der Vorbereitung das gut gemacht, hat auf jeden Fall seine körperlichen Defizite aufgeholt, hat dann, als er gespielt hat in der Dreierkette als Zentraler im ersten Testspiel, das auch ordentlich gemacht. Hat wie immer Kritik eingeheimst, weil er auch ein Spieler ist, der sehr kritisch gesehen wird, teilweise zu Recht, teilweise zu kritisch. Und trotzdem ist er momentan nicht in der Anfangsformation gesetzt. Also das ist Toni Rüdiger als Abwehrchef und dann außenrum eigentlich Hummels mit Erfahrung und Spieleröffnung und Matthias Ginter, Mr. Zuverlässig, den hat ja Joachim Löw auch nochmal gelobt. Und wir sehen Toni Rüdiger und Ilkay Gündoğan, das sind übrigens Jungs, die auch oft zusammen abhängen miteinander, dann auch noch in der Kombo mit Emre Can beispielsweise. Also man hat zwar schon natürlich Freundschaften und Jungs, die einen ähnlichen Lebensstil pflegen, aber insgesamt, und das merkt man, dass immer wieder neue Grüppchen zusammenkommen und das ist das Schöne hier in der Mannschaft zu beobachten. Und ich bin mir sicher, es ist nicht nur für uns Medien gemacht, die sowas ja ganz genau beobachten, wer quatscht mit wem, wer hat Spaß, sondern das ist auch immer wieder gut zu beobachten. Mhm. Ilkay Gündoğan und Antonio Rüdiger, die sich ja im Champions-League-Finale noch gegenüberstanden, mit dem besseren Ende dann für Antonio Rüdiger. Aber vielleicht noch einmal ein Wort zu Robin Koch, um das auch abzuschließen. Gestern hat er auch über seinen Trainer gesprochen, ne, über Marcelo Bielsa. Also siehst du da bei ihm, auch bei Robin Koch, seit er in England ist, eine Entwicklung? Es ist witzig, dass du sagst, weil das Thema habe ich gerne auch mit dem lieben Kollegen Uli Köhler. Er scheint auch ein Bielsa-Fan zu sein, denn er fängt immer an mit, ah, super überragender Trainer. Und sage ich immer, naja, also alles gut, schon ein ganz guter Trainer. Aber also, oftmals wirkt es so, als wenn es Pep Guardiola und Thomas Tuchel in einer Person wäre. Also natürlich ist das ein guter Trainer. Aber was hat er, wie viele Champions-League-Titel hat er bisher gewonnen? Wie viele Top-Teams hat er trainiert? Also alles im grünen Bereich. Leeds ist eine gute Mannschaft und Robin Koch spielt eine gute Rolle. Der Wechsel hat ihm gut getan. Und ich glaube auch, das war ganz, ganz wichtig rauszukommen. Er wurde ja auch gefragt, ob das ihm in der Nationalmannschaft etwas gebracht hat. Da hat er selbst gesagt, muss er ja auch gegenüber seinem Ex-Verein, naja, auch in Freiburg hatte ich einen tollen Trainer und auch dort habe ich die Wertschätzung vom Bundestrainer bekommen. Und trotzdem ist natürlich noch was anderes, jetzt in der Premier League zu spielen, auf dem Niveau sich zu messen und mit Verlaub Leeds, die individuelle Qualität der Mannschaft ist auch nochmal eine andere. Da gibt es wieder Spaß auch drüben. Das ist auch so schön, das haben sie auch erklärt, die Spieler, ne? Warum es eben diese Ohrflips immer gibt. Die Frage habe ich auch oft bekommen von Zuschauern, denn das sehen wir oft, aber viele haben das teilweise, glaube ich, noch nicht so ein bisschen verinnerlicht oder wissen, worum es geht. Also wird ja immer Ball hochgehalten, bis Yogi die Pfeife hat, aber das ist nicht nur hier bei der Nationalmannschaft so, eigentlich bei allen Profiteams, zwei Kontakte und wenn er runterfällt, dann gibt es die Ohrflips als Bestrafung und das bringt Spaß, das bringt Freude und vor allem man ist in Bewegung und gleich am Ball. Also deswegen eigentlich traditionell schon vor dem Training immer ein Lachen und Ohrflipsen und es tut weh, das kann richtig wehtun. Hast du auch schon selber erfahren zu deinen aktiven Zeiten noch? Ich nehme an, du hast richtig was abbekommen früher immer. Dir ist ja dauernd runtergefallen. Nee, du warst, bist Techniker, ne, Marc? Heiße Ohren. Faul und Techniker, so schätze ich dich ein, ja. Nee, andersrum. Technisch unbegabt und alles nur über Fleiß und Disziplin geregelt. Richtig, also am Ende, der kann nichts. So, das war das Urteil. Weißt du? Ja, nee. Das ist anders überliefert. Wie auch immer. Was ist denn jetzt hier bei Joachim Löw? Jetzt, Zielgerade hast du gestern auch schon angesprochen. Jetzt sind wir wieder einen Tag weiter. Drittletzte Trainingseinheit. Wenn sie nicht noch mal zweimal trainieren, kann ich mir, du wirst es bestätigen, aber wahrscheinlich nicht vorstellen, jetzt bevor die richtige Belastung am Dienstag kommt. Was passiert da heute noch mal, auch wenn ihr gleich runterfliegt wieder vom Platz? Was wird heute noch einstudiert, so in der Tendenz? Ja, bin gespannt, weil eben, wie gesagt, Fußballtennis aufgebaut ist. Das wirkt ein bisschen nach locker auch. Ja. Und trotzdem sind jetzt die Trainingseinheiten, in denen natürlich taktisch das Feintuning stattfindet. Gestern zwei Einheiten, jetzt geht es dann wirklich mit dem heutigen Tag in Richtung Endgrade und vor allem auch nicht mehr die ganz, ganz hohe Belastung. Denn wichtig ist jetzt auch die Spritzigkeit, die Fitness zu bekommen, die mentale Frische. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Eigentlich ab heute ist das elementar. Und das passiert jetzt. Hat, also der Bundestrainer, hast du vorhin auch gesagt, er hat seine Startelf schon so gut wie im Kopf. Wissen das die Spieler auch schon in der Aber Tendenz? Aber ganz kurz, hast du das vielleicht gerade gesehen? Toni Rüdiger, da haben wir gestern drüber gesprochen, lieber Noah, der gerade erst Gündoğan geschubst hat, dann einen kleinen Boxkampf mit Leroy Sané, das habe ich gestern erzählt und das war schön zu sehen. Vielleicht hat man es gesehen, jetzt nochmal bei Emre Can. Der ist so einer, andauert, hier und da.
ja, hier und da, piekst er dort, zündet da einer an, dummer Spruch hier, Trash-Talk, also das ist er und das muss er auf den Platz bringen, das macht Toni Rüdiger hier per excellence und eigentlich immer und genau das, was ich gestern, glaube ich, ein bisschen ausführlicher erzählt habe, hat man jetzt ganz schön im Bild gesehen. Ja, total Vorsicht, da fliegt der Ball Richtung angetäuscht Richtung Sahne. Ja, das ist schön, jetzt hat Gündogan wieder einen, der reagiert gar nicht mehr, der ist schon völlig stumpf von diesen ganzen Rüdiger-Attacken, der arme Kerl. Jetzt gibt es einen schönen Rückschuss. Ja, ist doch schön, dass wir das auch mal mitnehmen. Ja, es dokumentiert tatsächlich das, was du sagst. Stimmung ist gut. Bis Dienstag auf jeden Fall. Da soll der Benzema mal schön am Rüdiger zerplatzen. Ne? Natürlich ohne Verletzung wie De Bruyne, aber da kann er den mal richtig attackieren. Das auf jeden Fall. Ja. Herrlich. Das ist seine Aufgabe und das wird eine Riesenherausforderung. Wir haben es ja gestern bei Wembley Calling auch ein bisschen analysiert. Benzema hat das französische Spiel in der Offensive nochmal auf ein anderes Niveau gehoben. Wenn die sich verstehen und nicht bekriegen, wie derzeit, dann kann das richtig gut werden, weil er einfach eine andere Variabilität bringt als ein Giroud. Er lässt sich fallen, dann geht Mbappé in die Spitze und diese Geschwindigkeit, technisch stark und dann noch variabel, das ist nicht so einfach zu verteidigen. Da muss Rüdiger gerne auch die Hände zur Hilfe nehmen und die Jungs mal abschmeißen, ja. Und unangenehm sein, das wird seine Aufgabe sein. Jetzt ein bisschen Handball zum Warmmachen haben wir auch noch nicht so oft gesehen. Also es geht, wie ihr merkt, auch ein bisschen in diese Belastungssteuerung rein, auch diese Leichtigkeit finden und nicht voll Vollgas vom Beginn an, sondern die Einheit heute wird sehr wahrscheinlich ein bisschen ruhiger zu beginnen. Wir können mal versuchen, wenn wir die Zeit noch haben, einmal Paul Pogba mit dazu zu nehmen. Auch einer der nicht ganz so schlechten im Kader der Franzosen, der auch schon Weltmeister ist. Und der hat sich zum Gegner, zu den Deutschen, so geäußert. Ich habe es schon oft gesagt, wir sind selbst unser größter Gegner. Wir sind natürlich in der sogenannten Todesgruppe. Das ist aber nicht wichtig. Wir wollen Europameister werden. Da müssen wir jeden schlagen, auch Deutschland und Portugal. Alle Mannschaften wollen gegen den Weltmeister gewinnen. Unsere Gegner werden alles reinlegen, um uns zu schlagen. Das ist ganz normal. Wir werden uns auf alles vorbereiten und bereit sein, wenn es darauf ankommt. Soweit Paul Pogba. Dürfen wir noch ein bisschen, Marc? Wie ist denn das? Wir müssen mal kurz mal klären. Wirst du dann, sagst du Bescheid, wie lange wir dürfen, wie lange du darfst? Oder... Ich sag Bescheid, genau, wir dürfen doch, bis es dann letztendlich vom DFB, okay, der vorhin jedenfalls passiert, dass wir runter müssen. Noch ist alles im grünen Bereich, Herr Podelko. Gut, ich wollte es nur kurz klären, dann sind hier auch die Kolleginnen und Kollegen entspannt. Du regelst das, alles klar. Also schon mal in der Tendenz, was werden wir denn für ein Spiel erleben dann am Dienstag gegen Frankreich? Kann man das schon mal so in groben Zügen voraussehen, skizzieren? Also ballbesitztechnisch, wird das sich wie verteilen? Ja, Deutschland rechnet mit mehr Ballbesitz Frankreich, dass sie mehr das Spiel aufziehen. Letztendlich sind sie aber schon auch eine Mannschaft, die ja nicht komplett nur über den Ballbesitz kommt, sondern vor allem auch über das schnelle Umschalten, schnelle Ballgewinne und ab in die Spitze nach vorne. Also die Franzosen. Also deswegen, und Deutschland spielt ja ähnlich, das ist der moderne Fußball. Ja. Ja, genau, die Franzosen. Also Deutschland spielt aber ähnlich mittlerweile, auch nicht mehr voll auf Ballbesitz ausgerichtet. Und deswegen wird es spannend zu beobachten, wie viel Speed ist drin, wie viel Tempo ist drin. Gibt es eine Mannschaft, die den Matchplan hat, erstmal abzuwarten und kommen zu lassen, Räume zuzumachen, vielleicht wenn einer, dann eher Deutschland, um Sicherheit zu gewinnen, auch gerade hinten in der Defensive. Wenn man erstmal Mbappé dreimal den Ball abgeknüpft hat und sich nicht hart überlaufen lassen, dann fühlt man sich schon besser hinten in der Kette. Ja. Und ich glaube, das könnte passieren, aber genau diese Taktiererei und das Analysieren, wie man reingeht, mit welchem Matchplan, das findet ja jetzt gerade statt beim Bundesjogi. Wer ist da in der Mitte, den wir jetzt da sehen? Der Mann mit der Kurzhaarfrisur, der sich da im Kreis dreht und jetzt auf die Knie sinkt und vormacht? Ja, Fitnesstrainer. Das ist die Fitnesscrew, die immer das Aufwärmen übernimmt, eigentlich schon traditionell. Und selbst die ersten Übungen mit Ball werden von den Jungs mit angeleitet. Das ist ja jetzt auch ein kleineres Trainerteam übrigens. Ne? Man hat es ja ein bisschen runtergegradet und deswegen übernehmen gerade auch Joachim Löw und Markus Sorg noch mehr Aufgaben, die auch sehr viel unterbrechen. Joachim Löw hat auch viel mehr geredet als früher noch. Hat viel mehr unterbrochen, hat Einzelgespräche zwischendrin geführt. Also so habe ich ihn so kommunikativ in Trainingseinheiten länger nicht mehr erlebt, wie in Seefeld und auch jetzt hier.
Und da merkt man auch schon, dass er versucht, seine Dinge, die ihm vorgeworfen wurden oder die auch kritisch angemerkt wurden, zu verändern, zu verbessern. Und auf jeden Fall dort wissen wir, dass er momentan noch mehr den Kontakt zur Mannschaft sucht und auch Einzelgespräche führt, um das Ganze zu moderieren. Auch das ist ein Faktor, warum es in der Mannschaft aktuell noch stimmt. Mhm. Sind wir gespannt, wie es so ist, wenn Jungs auf der Bank hocken, ein Leroy Sané, ein Timo Werner. Da sind ja welche, die auch den Anspruch auf dem Stammplatz haben. Vielleicht sogar ein Kai Havertz, wenn er nicht von Beginn an spielt. Also noch ist aber alles relativ entspannt. Der Bundestrainer, der alles zum letzten Mal macht, ne? Darf man auch nicht vergessen. Jeder Tag im Grunde ein letzter, zumindest in diesem Kreis der Nationalmannschaft. Ja, und Abschiedsschmerz hat er null. Also das muss man schon sagen. Da ist er eigentlich immer so einer, der auch sehr im Hier und Jetzt lebt und jetzt nochmal diesen Hunger, diese Gier versprüht, sagt das Team. Das kann man schwer einschätzen. Was anderes würden sie auch nicht sagen, selbst wenn es anders wäre. Aber es ist schon glaubwürdig. Also Joachim Löw, Vollgas jetzt auf dieses Turnier. Und es ist ja auch eine hohe Belastung. Ein Bundestrainer hat ja zwischen den Länderspiel-Lehrgängen nicht so viel zu tun, außer ein bisschen beobachten und ein bisschen quatschen hier, quatschen dort und analysieren. Aber jetzt ist halt Vollgas und auch die Analyse plus Termine, die man außen rum hat. Also die Spieler haben ja schon viel Zeit, auch mal hier im Camp in Herzogenaurach zu chillen, aber der Bundestrainer und das gesamte Team, das ist natürlich schon sehr in der Analyse. Auch so Spiele wie gestern oder heute werden geschaut, werden analysiert direkt mit dem Scouting-Team und deswegen ist es eine sehr intensive Phase. Aber Joachim Löw, sagen eigentlich alle Beteiligten, macht momentan einen sehr hungrigen Eindruck. Das ist doch gut. Auf geht's Richtung EM-Titel 2020, in diesem Jahr 2021 erstmal. Ja, das gefühlte Endspiel zum Auftakt gegen die Franzosen. Marc, danke für den Moment. Bis später, würde ich sagen. Soweit die Eindrücke von der Nationalmannschaft, vom Training. Gleich ist dann sowieso die öffentliche Zeit vorbei, in wenigen Augenblicken. Und dann meldet sich Marc später wieder, unter anderem